Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Vorgestern jährte sich zum 11. Mal der Tag, an dem eine junge Frau in meinem Alter ihren Vater verlor. Am 4. April 2006 wurde Mehmet Kubaschik grausam ermordet. Er war das 8. Mordopfer des rechtsterroristischen NSU. Heute jährt sich der Todestag von Halit Yozgat. Wir werden Mehmet Kubaschik und Halit Yozgat und auch die anderen Mordopfer des NSU niemals vergessen. Bereits 2001 und 2004 wurden insgesamt 23 Menschen bei Bombenanschlägen in Köln verletzt, einige von ihnen schwer. Mehmet Kubaschik und die anderen Opfer wurden deshalb ermordet und verletzt, weil sie nicht in das rassistische Weltbild der Neonazis passten. Doch erst mit der Selbstenttarnung des rechtsterroristischen NSU wurde klar, wer hinter diesen Verbrechen steckte. Und es macht mich ehrlich gesagt nach wie vor fassungslos, dass eine solche Gruppierung über 13 Jahre im Untergrund agieren und morden konnte, ohne dass sie von den Sicherheitsbehörden aufgedeckt und gestoppt wurde. Den Behörden ist nicht nur die Nichtermittlung des NSU vorzuwerfen, sondern vor allem auch, dass sie die Opfer jahrelang verdächtigten. Das Verhalten der Polizei führte zu einer erneuten Viktimisierung der Opfer. Und deshalb spreche ich auch ganz bewusst von einem staatlichen Versagen, das beispiellos ist. Unser Untersuchungsausschuss war ja der erste bundesweit, der den Opfern eine Stimme gegeben hat. Ich will hier auch noch mal den Opfern aus der Kolbstraße und aus Dortmund danken, dass sie vor unserem Untersuchungsausschuss ausgesagt haben. Gamze Kubaschik hat ja sehr eindrücklich von den Folgen der polizeilichen Ermittlungen für ihre Familie berichtet. Und ich möchte sie gerne zitieren. Zitat: Ich muss sagen, es ist ja schon schlimm, wenn man den Vater verliert. Aber dass man uns dann auch noch den Stolz wegnimmt, das war das Schlimmste für mich. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch ich möchte mich hier noch einmal für die gute Zusammenarbeit bedanken. Bei den Kolleginnen und Kollegen der Fraktion, aber auch besonders bei meinen Kolleginnen und Kollegen aus meiner Fraktion, die mich ja vor allem in der Mutterschutzzeit sehr unterstützt haben, aber auch darüber hinaus. Und ich möchte mich bei den Referentinnen und Referenten bedanken. Vielen Dank für die großartige geleistete Arbeit. Das gemeinsame Aufklärungsinteresse aller Fraktionen im Untersuchungsausschuss ist von enormer Bedeutung. Wir konnten gemeinsam die zahlreichen Fehler der Behörden sowohl bei den Ermittlungen vor der Selbstenttarnung als auch bei den Nachermittlungen herausarbeiten. Bei dem Anschlag in der Propsteigasse bestehen erhebliche Zweifel daran, dass Mundlos und Böhnhardt die Täter waren. Es gibt zahlreiche Aspekte, die auf eine weitere Person als Mitglied oder als Unterstützer des NSU hindeuten. Und dem sind die Behörden aus meiner Sicht bisher nicht ausreichend nachgegangen. Die Ermittlungen zum Anschlag in der Kolbstraße waren faktisch von einer großen Einseitigkeit geprägt. Anhaltspunkte und Hinweise, die auf einen rassistischen Tathintergrund deuteten, wurden kaum verfolgt. Die Hinweise auf Parallelen zum Anschlag in Köln mit der Anschlagsserie des David Copeland in London wurden schlicht ignoriert. Und auch Zeugenaussagen, die eine Verbindung zur Ceska-Mordserie herstellten, wurden nicht ausreichend nachgegangen. Und auch bei den Ermittlungen zum Mord an Mehmet Kubaschik in Dortmund müssen wir leider feststellen, dass es keine konkreten Ermittlungsmaßnahmen in Richtung Rechtsextremismus gab. Die Aussage einer Zeugin, die Junkies oder Nazis gesehen hatte, wurde im Punkt der Nazis ignoriert. Und ich finde, wir konnten ein wichtiges Ergebnis in Bezug auf Dortmund herausarbeiten. Nicht nur die zeitliche und räumliche Nähe der Morde an Mehmet Kubaschik in Dortmund und Halit Yozgat in Kassel ist bemerkenswert, sondern auch die sehr enge Vernetzung und die Militanz der Neonazi-Szene in Dortmund und Kassel Mitte der 2000er Jahre haben wir nachgewiesen. Und das nährt auch aus unserer Sicht, aus grüner Sicht, die These, dass es sehr wohl ein lokales Unterstützernetzwerk möglicherweise gegeben hat. Am haarsträubendsten, das will ich hier noch mal sagen, waren aus meiner Sicht die Untersuchungen zum Tod des V-Mannes Corelli. Die Verweigerungshaltung des Bundesamts für Verfassungsschutz trägt ja alles andere als zur Vertrauensbildung bei. Noch schlimmer aber waren die Aussagen der Zeugen.
Man wollte Corelli anonym und ohne Nachricht an die Angehörigen bestatten. Ganz offenbar, um den unbequemen Fragen aus der Öffentlichkeit auszuweichen. Und da will ich einfach noch mal sagen, dass ich das Verhalten des Bundesamts für Verfassungsschutz wirklich unglaublich finde. Doch, und auch das ist ja schon deutlich geworden, haben wir bei allen Gemeinsamkeiten bei der Bewertung der Ermittlungen eben auch Differenzen unter den Fraktionen. Dass die Ermittlungen in jedem Fall immer nach demselben Muster geführt wurden. Dass trotz der verschiedenen Hinweise nicht oder zumindest nicht ernstzunehmend in Richtung Rechtsextremismus ermittelt wurde. Dass man immer die Opfer als Mitglieder der organisierten Kriminalität oder verstrickt in Drogenmilieu und Schutzgelderpressung sah. Und dass, obwohl jegliche Ermittlungen in diese Richtung keine Ergebnisse brachten. Das kann ich nicht als eine Aneinanderreihung von Fehlern, Pech, Pleiten und Pannen abtun. Und aus meiner Sicht lässt es sich eben auch nicht dadurch erklären, dass es ein mangelndes Wissen bei den Behörden über rechtsterroristische Konzepte und Organisationen gab. Nach der Definition der britischen McPherson-Kommission kann ein institutioneller Rassismus in Einstellungen und Verhaltensweisen gesehen und aufgedeckt werden, die durch unwissentliche Vorurteile, Ignoranz und Gedankenlosigkeit zu Diskriminierung führen. Und genau dieser institutionelle Rassismus kommt aus grüner Sicht bei den Ermittlungen zu den NSU-Verbrechen zum Ausdruck. Und ich bin der Meinung, dass wir dieses strukturelle Problem thematisieren müssen, damit es nie wieder zu solchen fatalen Fehleinschätzungen zu den Motiven der Täter kommen kann. Dass Konsequenzen aus dem Versagen der Behörden gezogen werden müssen, das eint uns. Und ich bin froh, dass wir es geschafft haben, 30 gemeinsame Handlungsempfehlungen zu erarbeiten. Und das sehe ich wirklich als großen Wert dieses Untersuchungsausschusses, dass wir gemeinsame Handlungsempfehlungen hier beschlossen haben. Die Handlungsempfehlungen reichen ja von der Unterstützung des parlamentarischen Kontrollgremiums bei der Kontrolle des Verfassungsschutzes bis hin zur Finanzierung der Beratungsstruktur gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Und ich meine, es ist unsere gemeinsame Aufgabe in der kommenden Legislaturperiode, genau diese Handlungsempfehlungen dann auch umzusetzen. Denn das Problem des Rechtsextremismus, des Rassismus, das ist in den letzten 2,5 Jahren ja nicht kleiner geworden. Im Gegenteil, es ist größer geworden. Und ich hoffe und ich erwarte auch von uns allen hier, dass die gute Zusammenarbeit, die wir im Untersuchungsausschuss hatten, dass diese Zusammenarbeit Bestand hat, und zwar über den Wahltermin hinaus, und dass wir gemeinsam daran arbeiten, diese Handlungsempfehlungen umzusetzen, um eben gemeinsam gegen Rechtsextremismus und Rassismus auch hier in Nordrhein-Westfalen vorzugehen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Schäfer. Für die FDP.